Ich grüße euch und willkommen zu einem neuen Skin-Leak-Video. Kurze Werbung für meinen Sponsor Fesky. Aktuell bekommt ihr 15% Nachlass auf eure gesamte Bestellung bis zum 30. September mit dem Code OLEG15. Checkt's einfach mal ab, vielleicht findet ihr einen passenden Geschmack für euch. Zwei Skins, die wir im letzten Update gesehen haben, aber noch nicht bekommen haben, ist Cloakstar, der Ninja und das Portal als Backbling. Wann und ob diese Items kommen, wissen wir nicht. Es besteht auch immer die Option, dass solche Skins zum Beispiel zu besonderen Events freigeschaltet werden oder zum Beispiel für Twitch Prime. Infos dazu haben wir zu diesen Skins jedoch aktuell noch nicht. Der erste Skin in diesem Update ist natürlich der Wildcard Skin, auch wenn es an der Stelle kein Leak ist, hier mal alle Styles von dem Skin für den Preis von 2000 V-Bucks. Nicht kostenlos, wie es mal wieder jeder behauptet hat, aber ganz stylisch gemacht und natürlich der Gleiter in blauer Seltenheit, ein Tresor mit vielen Geldsäcken und Goldbarren. Die neue Challenge, für die ihr 11 Tage Zeit habt, gibt nochmals ein paar Belohnungen, wie zum Beispiel die Brechstange als Spitzhacke und die Geldscheine als Flugspuren. Der erste geleakte Skin ist dieser K-Pop-Skin, männlich. Sieht super witzig aus mit einem drachenartigen Kostüm bzw. Hoodie. Das Besondere an diesem Skin ist erstmal, dass es kein Icon dafür gibt. Das könnte bedeuten, dass dieser Skin entweder erstmal nicht kommt, das Icon nachgereicht wird oder er für irgendein Special Event vorbehalten ist. Twitch Prime steht natürlich immer wieder im Raum, wir wissen es aber nicht. Selbiges gilt für den Dörrburger-Mitarbeiter, auch dieser Skin hat kein Icon, nur diese Shop-Vorschau. Wie man diesen Skin bekommt, weiß man somit nicht direkt. Natürlich können diese auch einfach in den Shop kommen und die Icons nachgepatcht werden. Diesen Dörrburger-Mitarbeiter haben wir bereits letzte Woche gesehen, und zwar in einem Vorschaubild von Epic Games zum Tomato-Tempel. Dort wurde einer dieser Mitarbeiter im Hintergrund zu einem Tomatenkopf gemacht, wie bei einer Sekte quasi, einer Tomatensekte sozusagen. Weiter geht es mit einem super geilen Skin meiner Meinung nach und erinnert mich an Guile aus dem Street Fighter Film. Dort trug er auch so eine Mütze die ganze Zeit oder an Jack Krauser von Resident Evil. Der Skin nennt sich Garrison. Sieht einfach ziemlich cool aus, nicht so übertrieben abgefahren, aber der Style ist einfach sehr gut gelungen. Könnte quasi eine Vorlage für die Chromium-Soldaten-Skins gewesen sein, die ja in der Schurkenbasis produziert wurden. Der nächste Skin ist dieser hier, Hasivat oder Hesivat. Ich dachte erst an Piraten, aber irgendwie passt es auch nicht so ganz. Das Outfit ist da schon etwas edler gehalten, vielleicht erinnert es euch an irgendetwas anderes, aber ich musste einfach irgendwie an Schiffsfahrten denken, aber nicht an Piraten, sondern einfach Richtung Aristokraten oder irgendwie sowas. Nach einer kurzen Google-Suche kam ich auf Hasivat Karagöz, also Schwarzauge auf Türkisch, ein Schattenspiel, bei dem Hasivat die Bildungsschicht verkörpert. Also Leute, Hasivat, der erste Türke in Fortnite. Er hat auch einen Backbling, und zwar diesen Rucksack hier inklusive einem sehr eigenartigen Holzhammer hinten drauf. Eigentlich ganz nett gehalten. Die nächsten beiden Skins sind diese Rockstar-Skins, beziehungsweise nennen sich diese GarageBand. Der männliche Skin Stage Slayer erinnert mich einfach total an Slash. Einfach mal googeln, dann wisst ihr Bescheid, wer das ist. Sieht richtig cool aus, so mit einem Lederoutfit und dem Hut. Und der weibliche Skin Synthstar ist mal wieder komplett Premium, meiner Meinung nach. Cooles Outfit, buntes Haar, wird sich auf jeden Fall safe gegönnt. Beide Skins kommen mit jeweils einem eigenen Backbling. Der männliche Skin bekommt diese Drums auf dem Rücken. Irgendwie nicht wirklich passend meiner Meinung nach. Da hätte ich viel lieber irgendwie eine dunkle E-Gitarre gesehen. Aber ja, so haben wir nun ein Schlagzeug erstmal. Und der Female Skin bekommt diesen Gitarre-Synthesizer auf den Rücken. Sieht schon um einiges cooler aus als ein Schlagzeug. Passt von den Farben natürlich dann auch wieder super zu dem Skin und hat was auf jeden Fall. Die finalen Skins, es gibt diesmal tatsächlich nicht ganz so viele wie beim letzten Update, sind zwei Medics, männlich Triage Trooper und weiblich Field Sergeant. Die sehen meiner Meinung nach schon sehr cool aus, so eine Art Medic Rescue Truppe, bei dem typischen Weiß-Rot, Helmen und Erste-Hilfe-Ausrüstung. Für all diejenigen, die schon immer mal Medizinmann in der Gruppe spielen wollten und die Gruppe mit Medpacks versorgen will. Die Backblings sehen hier sehr ähnlich aus, der männliche Skin bekommt diesen Rucksack, bei dem noch ein paar Handschuhe herausragen, und der weibliche Skin bekommt diesen Rucksack, eine Art Erste-Hilfe-Koffer. Ich würde mir an der Stelle irgendwie so Doktoren-Skins wünschen, in Weiß-Grün, vielleicht mit einem Defibrillator auf dem Rücken und einer riesigen Spritze als Spitzhacke. Das fände ich mal richtig genial. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Die Spitzhacken sind die folgenden. Erstmal natürlich die Brechstange aus den Challenges, die aktuell bei dem High-Stakes-Event aktiv sind.
Die nächste Spitzhacke ist ein Mikrofon passend zu den GarageBand Skins. Dann kommt noch dieses Beil für den türkischen Hasivat Skin. Sieht super nice aus meiner Meinung nach. Und zu guter Letzt diese Spitzhacke für die Medics, eine Art Säge-Tropfvorrichtung. Irgendwie ganz cool. Die Gleiter in diesem Update sind richtig, richtig geil, muss ich sagen. Beginnen wir hier mit dem ersten, passend zum Hasivat. Ein Flugschiff. Auf dem Segel oben sehen wir das typische Schattenspiel, von dem ich gesprochen habe. Eigentlich sehr cool gemacht. Die Medics bekommen diesen Hubschrauber einfach nur mega geil. Weiß-rot und ein bisschen futuristisch gehalten. Und zu guter Letzt wirklich ein Pflichtkauf. Ohne Witz, Leute, wer sich das nicht gönnt, dieser Sportwagen, der wie ein DeLorean aussieht. Schade nur, dass er rot und nicht silber ist, aber er sieht einfach ultra fresh aus. Meiner Meinung nach einer der coolsten Gleiter. Zurück in die Zukunft ist ja mein persönlicher Lieblingsfilm, also alle drei Teile. Und yo, ist auf jeden Fall gekauft. Die Emotes sind diese hier. Vielleicht zeige ich euch im nächsten Video dann die Animationen dazu. Vivacious, Hitchhiker, Battle Call, Fist Bump und My Idol. Spoiler Alert, Leute, eigentlich voll dumm, dass ich es überhaupt sagen muss bei einem Leak-Video, aber viele wollen das. Jetzt kommen die Ladebildschirme aus Woche 9 und 10. In Woche 9 sehen wir den Cube beim Fluss, wie die Charaktere sich daran ausprobieren und wundern, was hier eigentlich los ist. Wir erkennen hinten am Abhang ein Symbol für den Banner. Wenn ihr alle sammelt, erhaltet ihr ein Tomatenkopf-Banner-Symbol. Der erste war übrigens beim neuen Tomatentempel zu finden. Und Woche 10 hat dieses Bild und das zeigt was ganz Besonderes. Der Farbenbomber berührt den Cube und im Spiegelbild erkennen wir eine böse Form von diesem Skin. Das sieht so insane aus, die Augen leuchten und sie bekommt eine Art Gesichtsbemalung um die Augen herum und das Einhorn-Lama wird zu einem Drachen-Lama auf dem Bild und speit Feuer. Das sieht einfach wirklich sick aus. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, aber es deutet zumindest darauf hin, dass der Cube oder der Inhalt böser Natur ist. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Vermutung ist. Hier kann wirklich sehr, sehr viel rein interpretiert werden. Ich bin immer auf jeden Fall gespannt. Im nächsten Video zeige ich euch dann nochmal super viele Leaks, also neue Items, Spielmodi etc. Seid auf jeden Fall gespannt. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für mehr Fortnite-Content lasst mir doch gerne ein Abo und Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und wie immer, hört auf zu campen und passt auf euch auf. Euer Oleg. Haut rein.